Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Auch heute geht es wieder um den Malahit, aber nicht nur um den Malahit 2, sondern hier auch im Hintergrund den Malahit 1. Ich mache mal gerade leiser. Und zwar, ich würde gerne mal mit beiden so ein bisschen vergleichen, einen Vergleichstest machen, aber auch gleichzeitig einfach mal mehrere Antennen ausprobieren. Und ja, dazu bin ich rausgefahren aus dem Scheck und habe gedacht, heute ist so schönes Wetter. Und da kann man auch draußen mal sowas machen. Ich habe jetzt die Malahit so hier so aufs Armaturenbrett so ein bisschen gelegt und habe hier das zwei Antennenkabel dran und stöpsel dementsprechend jetzt hier die Antennen einfach mal um zum Vergleichen. Zurzeit habe ich hier draußen aufgebaut die AirSpy U-Loop, die Originale. Die geht sehr, sehr gut, wie ihr hier seht, am Malahit DSP2. Schön Signal. Ich mache mal ein bisschen lauter. Up until about 3 days ago, they had to put a separate tire on it. And the exhaust is blowing, which they have repaired, and she rode it for the first time today, 20th effort. Ja, das funktioniert sehr gut. Ich versuche das, dass das am wenigsten blendet jetzt mal. Ich filme deswegen mal so von unten den Bildschirm ab. Ja, erst bei U-Loop, jetzt hier auf dem 40-Meter-Band, ist einiges los. Heute wieder Contest. Und die funktioniert einwandfrei mit dem Malahit DSP2, aber natürlich auch mit sonst jeglichen Empfängern. Also diese Original-AirSpy U-Loop, die ist wirklich nur zu empfehlen. Sie hat wirklich, es ist eine sehr ruhige Antenne, Passivantenne und funktioniert einwandfrei. Wie ihr hier seht, ja, das ist schon klasse. Und ja, ich kurbel mal ein bisschen weiter. Da kann man wirklich nicht meckern. Das funktioniert tipptopp, auch hier. Das könnt ihr hier ja auch sehen, ne? Hier kommen dann die Broadcast-Sender. Müsst hier sogar den Antennenabschwächer wieder etwas hereindrehen bzw. raufdrehen. Ja, der Malahit DSP2, der ist wirklich sehr empfindlich. Ich muss da doch wesentlich mehr den Antennenabschwächer sozusagen aktivieren, wie man das sonst so vom Malahit DSP1 gewöhnt ist. Also ganz, ganz toll. Und ich werde jetzt mal die Antenne umbauen auf den DSP1. Das ist aber kein großer Akt. Ich tue das jetzt mal kurz umschrauben. Ich bin sofort wieder da. Ja, auch hier kann man nicht meckern. Auch beim DSP1 alles einwandfrei, Top-Signale, kein Unterschied eigentlich zu sehen zum DSP2 von der Empfangs Qualität her, ja. Und das Einzige ist, ich muss hier nicht so den Antennenabschwächer reinmachen. Er ist etwas weniger empfindlich, sage ich mal, ne? Er braucht nicht so viel Gain, der DSP2, wie der DSP1. Also das merkt man dann doch schon. Aber nichts, was stören würde, gell, würde ich mal sagen. Also auch einwandfrei hier mit der AirSpy U-Loop, funktioniert das alles einwandfrei. Ich nehme jetzt nur das 40-Meter-Band hier mal als Vergleich, weil ich habe ja noch ein paar andere Antennen, wo ich mal dranhängen möchte, wie die mit den beiden spielen. Als nächstes kommt die SkyMac auf Magnetfuß, steht bei mir jetzt hier auf dem Autodach. Und da will ich mal sehen, wie das da ist. Die Frequenzen, Frequenzbereich, also das 40-Meter-Band, bleibt dasselbe. Ich stöpsel jetzt mal
um auf die SkyMac. So, ich habe jetzt mal den Malahit DSP2 an die SkyMac mit Magnetfuß angeschlossen. Man muss natürlich bedenken, dass die SkyMac, glaube ich, erst ab 24 MHz beginnt. Also sie ist eigentlich für diesen Frequenzbereich gar nicht gemacht. Also nicht für die kurze Welle. Aber ihr seht trotzdem, dass sie sehr, sehr gut funktioniert, auch auf der Kurzwelle. Zumindest so 40 Meter Band, aber auch bis zum 80 Meter Band habe ich die schon benutzt. Das funktioniert alles noch einwandfrei. Also ihr seht auch auf dem 40 Meter Band die SkyMac einwandfrei. Jetzt mal hier zum Vergleich. Ich hole mal den DSP1, wo noch die U-Loop dranhängt. Ich halte das mal so dahin. Also auch sehr, sehr gute Signale, auch im Vergleich zur U-Loop. Wie gesagt, hier DSP1 hängt noch die U-Loop dran. Und hier die SkyMac. Ja, also das funktionieren beide Antennen wirklich sehr, sehr gut. Mit doch beiden recht gleichen guten Ergebnissen. Da kann man absolut nicht meckern. Aber ich hänge jetzt nochmal die SkyMac an den DSP1. Ja, und auch hier beim DSP1 macht die SkyMac einen genauso selben guten Eindruck wie beim DSP2. Also es funktioniert auch einwandfrei und ist eigentlich auch kein Unterschied zu sehen. Die beiden sind wirklich sehr gut. Also die beiden Malahits, da, also empfangstechnisch glaube ich, ist nicht wirklich viel Unterschied. Wie gesagt, leicht empfindlicher, würde ich sagen, ist er hier, der Malahit DSP2. Gegenüber seinem Vorgänger. Aber das macht eigentlich nicht die Welt aus, muss ich sagen. Und ja, ist ganz, ganz toll, gefällt mir wirklich sehr gut. Also hier auch nochmal die SkyMac. Ja, die SkyMac ist wirklich klasse, ne? Obwohl die wirklich für den Frequenzbereich nicht gemacht ist. Und abends geht die wirklich auch sehr gut noch auf 80 Meter. Ne? Man mag das wirklich kaum glauben. Von dieser kleinen Magnetfußantenne, die ja eigentlich mehr so für den UKW-Bereich gedacht ist. Ja, das waren die zwei Passivantennen. Und jetzt kommen wir mal zu den Aktivantennen. Und zwar, ich werde jetzt mal die Akku-Loop, die SAR32 von Griechenland, mal an beide dranhängen und mal schauen, wie sich es dann verhält. Contest Italy Zulu 2, bravo Victor Charlie Conte. CQ Contest Italy Zulu 2, bravo Victor Charlie Conte. Ja, ihr seht natürlich auch die akkubetriebene Loop funktioniert hier einwandfrei mit sehr guten Signalen. In dem Fall ein Ticken stärker wie die U-Loop, wobei ich sagen muss, die U-Loop muss ich da absolut nicht verstecken. Am schwächsten fand ich bis jetzt, seitdem ich jetzt hier die Akku-Loop dran habe, am schwächsten vom Signal her war bis jetzt die SkyMac. Das muss man ihr aber auch zugestehen, sie ist eigentlich für den Frequenzbereich, wie gesagt, nicht gebaut. Und funktioniert deswegen aber trotzdem sehr gut. Also wer so ein Malahit zum Beispiel als Autoradio benutzen möchte, da gibt es ja Halterungen, die auch passen. Da ist natürlich so eine SkyMac super auf dem Autodach als mit Magnetfuß. Die kann da oben auf dem Dach bleiben, die fällt nicht runter, selbst bei Vollgas, also zumindest bei meinem Vollgas. Also so um die 130, 140 passiert da gar nichts, die wackelt nicht. Ja. Und ja, da ist die SkyMac natürlich ideal. Da muss man immer den Einsatzzweck auch irgendwo betrachten. Ansonsten kommt gleich auf zweiten Platz, wie ich finde,
die U-Loop und die aktive Akku-Loop aus Griechenland ist aber hier in dem Fall tatsächlich auf Platz 1. Da sind die Signale natürlich richtig gut und richtig stark. Und ja, das ist natürlich schon eine ganz andere Sache. Ist aber auch dafür recht mobil, muss man sagen. Ist halt aktiv, nicht passiv wie die U-Loop. Also ja, es ist schon, ich glaube, die drei Antennen bis jetzt, die geben sich wirklich nicht sehr, sehr viel, muss man sagen, ne? Also die sind wirklich schon gut und für den mobilen Einsatz allesamt geeignet bis jetzt. Jetzt gucke ich mal, wie sich die, ja gut, die Antenne aus Griechenland, die hatte ich ja schon einige Male an meinem DSP1 dran. Ich tausche jetzt trotzdem nochmal um, damit ihr das seht. Ansonsten könnt ihr euch denken, das funktioniert natürlich genauso gut, aber ich baue die jetzt nochmal um. Ja, und natürlich hier auch beim DSP1 funktioniert die Akku-Loop aus Griechenland natürlich einwandfrei. Was man aber wirklich sagen muss, ist, dass sie natürlich unruhiger ist. Ne? Sie hat mehr Rauschen wie die U-Loop. Ne? Das habe ich vergessen noch zu sagen. Also vom Rauschen her ist die U-Loop wirklich eines der ruhigsten Antennen, muss man sagen. Vor allen Dingen, weil wir ja hier, na gut, wir reden ja hier von Passivantennen. Die Aktivantennen, die haben meistens grundsätzlich mehr Rauschen. Und ja. Oh, jetzt kommt gerade eben einer draußen vorbei, der guckt ganz neugierig. Naja, ist immer sehr aufsehenerregend, wenn man hier ein Stativ mit Antenne aufbaut draußen. Naja, ja, wie gesagt, DSP1, aber das kennt ihr schon, weil ich ja die Antenne aus Griechenland ja jetzt schon öfters hier drauf hatte und euch in einigen Videos gezeigt habe. Also die geht, ne, einwandfrei. Auf dem DSP2 natürlich auch. Ich finde sogar noch ein Ticken besser. Also ich glaube vom Empfang her, es gibt sich nicht wirklich viel, aber der Malahit DSP2 ist ein Ticken besser, empfindlicher. Gut, so und zum guten Schluss, leider ist mir jetzt mein Mikrofon ausgegangen, aber gut, ich probiere es trotzdem mal, ich hoffe, dass der Ton doch einigermaßen okay ist. Ja, zum guten Schluss möchte ich gerne noch die aktive Inmarsat C Antenne von RTL SDR.block austesten. Das ist eine aktive Patch-Antenne. Die kann Inmarsat C, kann Iridium-Satelliten, GPS-Satelliten, kann die alles. Also ist sehr breitbandig, was den Satellitenempfang betrifft. Und ja, aktiv heißt natürlich, sie braucht Strom, also BIAS-T. Ja, und BIAS-T, habt ihr im letzten Video gesehen, kann der Malahit. Ich zeige euch das jetzt nochmal. Wenn ich jetzt den BIAS-T ausschalte. Kein Inmarsat C-Signal mehr. Schalte ich ein. Sind sie wieder da. Das sind jetzt hier drei Channels von Inmarsat C. Jeder, der schon mal Inmarsat C gehört und auch dekodiert hat, kennt dieses Geräusch. Das ist so, ja, das kennt man dann irgendwann mit der Zeit. Da weiß man genau, dass das doch ein Datenchannel ist. Es gibt ja auch Sprachchannel und so weiter, aber da ist auch nicht alles erlaubt. Jetzt hier diese drei Kanäle von Inmarsat C, ja, sind der Luftfahrt vorbehalten. Auch diese kann man dekodieren mit einem bestimmten Programm, das ihr wahrscheinlich kennt oder Tante Google auf jeden Fall. Und ja, und die Frequenzen gibt es ja alle im Internet, und aber ist nicht erlaubt, gell, in Deutschland. Wenn ihr im Urlaub seid in den USA oder so, könnt ihr das gerne mal austesten. Aber hier ist es ja nicht erlaubt, ne, was die Luftfahrt betrifft. Aber hier, so in dem Bereich, ne, sind viele Channels, wo man da ja gucken kann danach, gell? Aber wie gesagt, sie sind jetzt hier ohne Decoder sinnlos. Man kann nichts hören, man kann nichts mitbekommen. Man könnte jetzt, wie gesagt, ja, die Kopfhörerbuchse nehmen, könnte den Sound in den PC einspeisen über die Soundkarte und dann könnte man das dekodieren und ja, dann würde man da bestimmt was Schönes sehen, wenn man es dürfte. Ja. So sind natürlich auch die Schifffahrtskanäle. Also die Antenne funktioniert einwandfrei. Ich will auch mal gucken hier. Ich zoome da mal ein bisschen ran.
Das seht ihr, das Signal ist auch sehr, sehr stark mit dieser Patch-Antenne. Das BST funktioniert einwandfrei. Ja, und dann kann man damit an sich mobil Inmarsat-C-Satelliten horchen. Ja? Also zumindest die, wo man darf. Die Schifffahrtswarnnachrichten, die kann man hören, sowas natürlich nicht. Und ja, funktioniert tipptopp, tolle Signale, funktioniert. Das müsste jetzt der AOR East sein, wenn ich mich nicht schwer täusche. Ich hoffe, ich habe die Antenne, ja, es müsste der AOR East sein. Ich habe sie nur grob ausgerichtet. Und ja, funktioniert ganz toll mit dem Malahit DSP2 und seinem BST. Allein schon dafür finde ich das halt wirklich genial, was man da mobil machen kann. Das ist halt jetzt mit dem Malahit DSP2 nicht, mit dem Malahit DSP1 nicht möglich, weil der kein BST hat. Da müsste man dann ja extra eins anschließen und mit Strom versorgen. Ja, das geht halt nur mit dem DSP2. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ja, ihr konntet davon was mitnehmen. Ihr habt ein bisschen Antennentest gesehen, ein bisschen Vergleichstest, Malahit 1 und 2. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch sehr freuen. Über ein Abonnement sowieso. Und vergesst wie immer nicht, die Glocke zu aktivieren, wenn ihr keinen Film mehr verpassen wollt. Dann macht's mal gut. Tschüss.